Dadurch, dass mein Oberkiefer ziemlich dünn war, musste der halt ziemlich breit gemacht werden. Wie ihr sehen könnt, aktuell sieht mein Biss von Oberkiefer und Unterkiefer so aus. Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist tatsächlich ein Jahr vergangen seit meiner GNE-OP. Ja, meine Gaumennaht-Erweiterung. Damals wurde mein Oberkiefer quasi in der Mitte eine GNE-Apparatur eingesetzt, wurde hier oben angeschnitten, damit er eben breiter gemacht werden konnte. Dadurch habe ich eine Zahnlücke bekommen und diese Zahnlücke, ich möchte es euch heute mal zeigen, ist tatsächlich auch ein Jahr nach dieser OP für alle, die immer fragen. Ich werde oft gefragt, Samuel, wann ist die Lücke weg? Und ich habe jetzt ein Jahr nach der OP, also 12 Monate sind vergangen und die Lücke, wie ihr sehen könnt, ist mittlerweile fast geschlossen, aber ich denke mal, in den nächsten 2 bis 3 Monaten ist sie zu. Aktuell ist sie eben noch ein bisschen da und auf jeden Fall erkennbar im Alltag. Also man erkennt, dass ich eine Zahnlücke habe. Aber es ist eben eine normale Zahnlücke. Es ist nicht mehr diese extreme Zahnlücke, die ich vor einem Jahr hatte. Ich blende mal ganz kurz hier oben ein Foto ein. Und zwar sah es wirklich extrem schlimm bei mir aus. Und ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, wie es aktuell ist. Auch dadurch, dass mein Oberkiefer breiter geworden ist, erwähne ich sehr oft, habe ich besser Luft bekommen, also seitdem bekomme ich besser Luft. Ich kann gefühlt besser sprechen, meine Zunge hat mehr Platz im Oberkiefer, auch wenn er immer noch, laut meiner Logopädin, ich bin auch in logopädischer Behandlung, ist mein Oberkiefer immer noch zu schmal, aber auf jeden Fall erheblich besser, als es noch vor einem Jahr der Fall war. Ja, also für mich hat das wirklich nur positive Dinge in mein Leben gebracht, diese GNE-OP, abgesehen davon, dass ich eben wieder eine Zahnspange tragen muss und eben diese Zahnlücke. Also allein was die Äußerlichkeiten angeht, abgesehen davon geht es mir wirklich gut mit der Operation. Ich bin sehr zufrieden. Es ist wirklich, es war teilweise immer ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Mal ging es mir besser, mal ging es mir schlechter. Ich weiß noch damals, als ich angefangen habe sogar zu arbeiten, hatte ich immer noch so einen halben Zentimeter große Lücke und das war echt schlimm. Also es war, glaube ich, im Januar, Februar, so 4 Monate nach der OP. Da war das echt ein bisschen schade und ein bisschen schwer klarzukommen für mich mit der Lücke, weil die eben wirklich sehr groß war und ich arbeite eben im Verkauf und rede den ganzen Tag mit Kunden. Also es war wirklich ein bisschen kompliziert, aber seitdem geht es eigentlich immer bergauf. Also die Lücke war auch teilweise fast schon zu. Also ich kann mal kurz hier vom ein Bild einblenden, was ich auf Instagram gepostet habe, und zwar hier oben könnt ihr erkennen, da war die Lücke, nämlich die oberen 2 Zähne werden am Anfang eben so zusammengezogen. Und hier oben bleibt dann eben so ein Platz dazwischen. Das hatte ich auch, könnt ihr hier oben erkennen, hatte ich auch eine Zeit lang. Mittlerweile haben die eben meine Zähne, die waren ja vorher so, haben die eben so begradigt, dass sie jetzt so sind. Und ich glaube, mit dem letzten Schritt, dass man alle 4 Zähne hier, diese vorderen 4 Zähne, alle zusammenpackt, ab dem Moment ist eben auch das oben, dieser kleine Spalt oben, der ist auch geschlossen. Ab dem Moment ist, glaube ich, dann die Lückenschließaktion abgeschlossen. Und ich nehme mal stark an, dass es jetzt Januar, Februar zu Ende geht. Das ist zumindest der Plan. Es war zeitweise geplant Dezember, dass ich zu Weihnachten hin die Zahnspange rausbekomme, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu knapp geworden. Also nehme ich stark an, Januar, Februar bin ich lückenfrei und zahnspangenfrei und darauf freue ich mich wirklich unglaublich doll. Ja, es ist wirklich kaum zu beschreiben, wie viel Zeit ich mitgemacht habe im letzten Jahr. Es war wirklich eine Meilenstein quasi. Die GNE-OP hat ja quasi so alles geöffnet. Davor hatte ich eine Mandeloperation, dann die GNE-OP. Ich hatte ja auch am 13. Juli diesen Jahres meine Bimax-Operation, zu der kommen auch noch sehr viele Videos, wie es mir da eben ergangen ist und immer noch ergeht. Also ich kann wirklich nur positive Dinge ansprechen, eigentlich was diese Operation angeht. Und ich muss auch sagen, irgendwann vergisst man, wie schlimm es vorher war, weil aktuell habe ich quasi meinen Biss in meinen Alltag wirklich integriert. Ich bin immer noch begeistert, wenn ich Kaugummi kaue zum Beispiel oder wenn ich Salat esse, bin ich immer noch begeistert, wie gut es sich anfühlt, wenn die Zähne so perfekt aufeinander passen, wie es aktuell eben ist. Ich zeige es euch mal ganz normal von nahen, wie die Zähne aktuell aufeinander sitzen, und zwar sitzen die aktuell so. Ja. Worauf ich mich echt freue, ist, dass wenn die Zahnspangen rauskommen und ich meine erste Prophylaxe habe und endlich mal richtig schön Zähne putzen kann. Weil ich muss ehrlich sagen, nach diesen ganzen Operationen, ich hatte jetzt 4 OPs in meinem Mund. Also Hals, Mandel-OP, Weisheitszahn, GNE und Bimax-OP. Und ich muss sagen, dass meine Zähne darunter und generell mein Wohlbefinden, was mein Kiefer angeht und mein Mund angeht, ziemlich gelitten hat. Also ich fühle mich eigentlich sehr oft dreckig im Mund quasi, fühlt sich sehr oft unangenehm unsauber an, wenn man das so beschreiben kann. Auch nach dem Zähneputzen fühlt man sich nicht genug gereinigt, nicht sauber genug. Und deswegen freue ich mich echt, wenn die Zahnspange rauskommt und ich endlich mal richtig Zähne putzen kann und ein richtig schönes Mundgefühl habe. Darauf bin ich echt, ja, darauf gehe ich echt mit dem Lächeln zu. Also ich freue mich darauf echt. Ja, apropos Lächeln, aktuell fällt es mir auch noch ziemlich schwer, frei zu sprechen, ohne dass ich mich quasi einschränke in meiner Mimik und Gestik quasi, wenn ich artikuliere, spreche. Ich probiere oft meinen Mund geschlossen zu halten beim Sprechen und rede deswegen immer extrem schnell und mit kleinem Mund, weil ich eben immer noch dieses beengende Gefühl habe, wenn ich spreche, dass mir das unangenehm ist. Meine Zahnlücke, meine Zahnspange, mein Äußeres ist immer noch so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig für mich zu präsentieren, mich ohne Einschränkungen frei zu präsentieren, aber daran arbeite ich auf jeden Fall und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass es in den nächsten Monaten super für mich aussieht. Also ich bin echt begeistert von der Veränderung und kann jedem auch nur, also wenn es um die GNE geht, bei der GNE-OP kann ich jedem zur GNE raten, meiner Meinung nach, weil wenn ihr einen zu schmalen Oberkiefer habt und eure Zunge keinen Platz im Oberkiefer hat, dann, zumindest bei mir, fiel mir das Sprechen sehr schwer. Ich habe sehr schlecht und sehr schnell gesprochen, immer mit diesem schmalen Oberkiefer. Ich habe meine Zunge nie am Gaumen gehabt und deswegen auch eine falsche Schluckroutine gehabt, was ich zumindest jetzt gelernt habe in der logopädischen Anwendung. Ich muss da sehr viele Übungen machen. Und auch diese Nase, also wenn man meine Bilder von früher kennt, ich habe wirklich eine extrem schmale Nase gehabt, wirklich so dünn ungefähr war die Nase vorher. Ich bin damit auch sehr zufrieden, dass die Nase endlich mal ein bisschen breiter geworden ist und ich da so ein bisschen besser Luft bekomme. Also das hat mir wirklich ein bisschen geholfen, weil ich auch sehr viel Sport mache. Es ist für mich angenehm, durch die Nase zu atmen. Und ich habe früher wirklich den ganzen Tag durch den Mund geatmet. Wirklich den ganzen Tag. Und die durch die Nase atmen fühlt sich einfach extrem befreiend an. Ja, ein Jahr ist es her seit der GNE-OP und ich bin glücklich zufrieden und kann jedem zu der GNE-OP zumindest eigentlich nur raten. Denn Schmalkiefer ist nichts, was man eigentlich, womit man leben muss, weil das ist eine neumodernische Erkrankung, sag ich mal. Das kommt bei mir zumindest von einem Autounfall. Als kleines Kind habe ich eben Autounfall, wo mir die ersten 4 Zähne rausgefallen sind und seitdem habe ich eben diese ganzen Kieferprobleme. Aber das Ganze hört jetzt demnächst auf. Ich bin jetzt mittlerweile 19 Jahre alt und kann auf das nächste Jahr echt mit einem guten Gewissen schauen. Ich bin Samuel Lift, könnt ihr gerne auf Instagram folgen. Ich poste da sehr viel bezüglich des Kiefers, bezüglich Sport, bezüglich Ernährung. Ich bin da, ja, quasi, ich liebe das. Und ja, das war's mit diesem Video. Haut rein, Freunde. Ich bin erstmal raus. Euch einen schönen Winter und schönen Weihnachten im Jahre 2019. Ciao.